Ich? Du. Wer, ich? Ja, komm her. Was? Komm hierher. Ich? Ja, du scheinst mir ein sehr kluger kleiner Bursche zu sein. Was, ich? Ja. Oh ja, klar, bin ich. Du siehst aus wie jemand, der sich einen günstigen Kauf nicht aus der Nase gehen lässt. Einen günstigen Kauf? Ja. Natürlich. Klar, warum nicht? Sind Sie denn ein Verkäufer? Genau. Oh. Was verkaufen Sie? Achten. Achten? So wie die Zahl 8, nicht? So wie die Zahl 8, nicht? Genau. Oh, dann verkaufen Sie aber sehr merkwürdige Sachen. Hör zu. Ja? Du solltest diese 8 kaufen. Hier, diese 8 ist nämlich sehr nützlich. So? Ja, kaufe sie. Ja? Du kannst sie bei dir zu Hause an die Wand hängen. Ja, aber warum soll ich bei mir zu Hause eine 8 an die Wand hängen? Das ist doch ganz einfach, wenn du vielleicht mal vergessen hast, wie viele Arme ein Krake hat. Ja? Dann sieh dir die 8 an. Ein Krake hat also 8 Arme? Ein Krake hat also 8 Arme? Genau. Oder wenn du mal vergessen hast, wie viele Ruderer in dem größten Ruderboot sitzen. Ja? Dann sieh dir die 8 an. Ja, 8 Ruderer. 8 Ruderer, ein Achter. Genau. Ein Achter. Oder wenn du mal nicht mehr weißt, um wie viel Uhr du morgens frühstückst, wenn du das vergessen hast. Ja? Hörst du mir zu? Ja. Ah, ich frühstücke immer um 8. Ich frühstücke um 8. Genau. Mhm. Nun, kaufst du nun diese 8? Nein, ich kann nicht. Ich habe nämlich kein Geld. Ist ja, wissen Sie, gerade vor ein paar Minuten war ein Mann hier und der hat 9 verkauft und dem habe ich die ganze Sammlung abgekauft. Und da Sie schon eine 8 haben, wollen Sie mir nicht diese 9 abkaufen? Die können Sie bei sich zu Hause an die Wand hängen und dann wissen Sie, wann der 9. September ist. Der 9.9. Und wenn ein Freund Sie besucht, der immer alles besser weiß, dann wissen Sie gleich, was der ist, nämlich 9-mal klug. Oh nein, das mir. Hören Sie, ich gebe Ihnen alle meine 9 für Ihre 8. Was halten Sie davon? Und dann gebe ich Ihnen noch 2 Zweien dazu, hä? Eine 4 und noch eine 2. Und 2 Dreien, hä?